das sehr innovative Projekt Vergangene Zukunft Digital ermöglicht es uns deutlich zu machen, dass Geschichte eben eigentlich immer ein offener Prozess ist, Zufälle eine Rolle spielen, dass Entscheidungen, Alternativen bestanden. Als Thema für dieses Projekt haben wir uns die friedliche Revolution von 1989 ausgesucht, einfach um deutlich zu machen, das, was damals passiert ist, ist nicht zwangsläufig passiert. Es hätte auch anders ausgehen können. Als Tag konzentrieren wir uns auf den 9. Oktober 1989, als die großen Demonstrationen in Leipzig geplant waren, aber die Entscheidung der Regierung im Raume stand, diese Demonstrationen gewaltsam niederzuschlagen. Der 9. Oktober 1989 war ein Tag, an dem sehr viele Entscheidungen gefällt wurden oder gefällt werden mussten. Und wir lassen die Besucherinnen und Besucher bei der digitalen Anwendung die Tagesabläufe von 7 Personen durchleben. Sie müssen selbst Entscheidungen treffen. Das Spiel beginnt mit Objekten aus unserer Sammlung, einem Flugblatt, das Telefon von Egon Krenz. Und daraus entwickelt sich dann die Geschichte der Personen, die mit diesen Objekten verbunden werden, wo Entscheidungen gefällt werden und sozusagen die Alternativen sichtbar werden. Bei der Entwicklung unserer Anwendung stützen wir uns auf wissenschaftliche Recherchen. Wir sind natürlich auch zu Originalschauplätzen gereist. Ein Zeitzeuge, den wir in Leipzig jetzt besucht haben, ist Siegbert Schäfke, der damals am 9. Oktober 1989 die Menschenmassen vom Kirchturm aus gefilmt hat, die 70.000, die damals auf die Straße gingen und es geschafft hat, eben diesen Film in den Westen zu schmuggeln. Bei der Ausarbeitung der digitalen Anwendung arbeiten wir mit Gaming-Experten zusammen. Wir haben an unserer Seite die Agentur Playing History, die sich explizit auf spielerische Formen der Geschichtsvermittlung konzentriert. Wir haben uns dazu entschlossen, mit den Mitteln des Gamings zu arbeiten, weil sich hier eben die Möglichkeit zeigt, in die Rolle von Personen zu schlüpfen, selber Entscheidungen zu treffen. Wir arbeiten bei Vergangene Zukunft Digital ja mit den Elementen der Graphic Novel und wir freuen uns hier, einen sehr guten Zeichner gewonnen zu haben, Alexander Roncalier. Und uns macht es sehr viel Spaß, ihm beim Erarbeiten unserer Figuren über die Schulter zu schauen. Ja, das Projekt stellt eine innovative und vor allem auch experimentelle Form der Geschichtsvermittlung dar. Wir werden die Erfahrung dieses Projektes in unsere neue Dauerausstellung integrieren.